Yo, 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 Leute, da vor eurer Mattscheibe auf dem Handy oder whatever. Es ist Sonntag, die Folge hier wird gerade frisch aufgenommen, 14 Uhr, fange ich gerade an. Natürlich habe ich jetzt eine Stunde vor mir, also dieser Part geht wann hoch, 16 oder irgendwie sowas um den Dreh. Den of Desires, Kapitel 12, los geht's. Aber erstmal, no noding und dann eine Cutscene und dann bin ich gleich wieder für euch da. お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ、なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが、東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん。で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジと構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。え、行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ね、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときや俺も一緒なの。わかった。Und mein Pager so, ey, bin auch noch da. Aber keine Zeit dafür. Da muss ich nicht mit dir reden. Soll ich ja zu Bakien gehen? Menschen muss ich gleich wieder raus da.半端な覚悟じゃ帰りうちに会うかもしれねえ。準備は大丈夫か。Müsste gut. Gib mir meine
Gib mir noch eine Sekunde. Meine! Ich hatte Sachen gekauft. Habe ich Sachen gekauft? Ich habe Sachen gekauft. Ich bin sowas von bereit. Obwohl. Ich greife mal vor. Ihr wisst alle, dass das so kommen wird. Cera ist nicht unbedingt einfach zu bekämpfen mit dem Break-Stil. Erstaunlicherweise. Bei einem Boss, wo das zumindest in den Hardcore-Kämpfen nicht funktioniert. Mal gucken, wie es in echt ist.悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければ、そういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずに事を収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとるんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。Ah ja, ich hab's. Also, es ist halt immer, wenn ich dran denke, ich muss doch so viel in Yakuza machen, denke ich mir so, ist eine schlechte Idee, dass ich das angefangen habe, aber gleichzeitig jedes Mal, wenn ich die Kampfmusik wieder höre, so, nee, das war eine gute Idee, dass ich das angefangen habe. Also, es hält sich halt wirklich übelst die Grenze. Ach ja. Ich könnte genau. Ich meine, Angriffsbuch. Kostet mich genau mein ganzes Geld. Sehr schön. Sind die gerade aus dem Teich gesprungen? Weird. Au, 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 au. Oh man.
müssen mich halt einmal meine Combo anfangen lassen. Oder zumindest müssen sie das verhindern. Dann geht's denen gut und mir schlecht. Wenn sie das allerdings nicht schaffen, geht's denen schlecht. Also ich verteidige und den Kick aber nicht. Also es gibt hier eine verpassbare Trophäe ganz am Ende. Und zwar müssen wir da einen Tresor kaputt machen. Beziehungsweise zwei Tresore kaputt machen. Aber abgesehen davon, dass es ein einfaches wir machen alle Gegner kaputt Kapitel. Also eins der besten Kapitel, ne? Weil schöne Kämpfe, nette Umgebung, weirde Gegner. Ich meine, wie gesagt, die springen aus dem Teich raus, oder? Ist er damit Pistole das? Das fand ich jetzt nicht so gut. Deswegen ist er jetzt weg. Der zückt zwar jedes Mal ein neues, aber. Ich meine, der kommt auch vorbereitet. Das ist gar nicht mal so dumm. Der Kerl. Ah. Das sind nur Messer, die der wirft, aber. Ich habe sogar keinen Bock drauf. Messer und so sind immer doof. Genauso wie Schusswaffen. Deckung von nach, das ist jetzt. Wenn du auch nur einmal deine Deckung vernachlässigst, Bro, kriegst du die drehenden, keine Ahnung, die drehenden Kicks des Todes. Final Fantasy 7 Flashbacks? Hilfe? Die meisten Leute werden wissen, was ich meine, aber wenn man so ans Honeybee Inn denkt und dann auf einmal über so eine Wrestling-Mannschaft rein. Muss man nicht haben. Wäre jetzt auch nicht so mein Traum, wenn ich in sowas reingehen würde. Aber läuft doch schon mal ganz gut. Ich will eigentlich hier nochmal umsehen, aber eigentlich ist es egal, weil. Das war zu. Wow. Dürfte später kommen. Resistance is futile. Hat er recht. Den nervige Messerwerfer hier. Aber ja, es ist wie immer, ne? Ihr merkt, Breaker-Stil und so, der breakt nicht nur unbedingt die Gegner, der breakt auch das Game. Ich weiß wirklich nicht, warum ich damals gesagt habe, irgendwie gefällt mir der Breaker-Stil nicht. Wie dumm war ich, bitteschön? Ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Der macht einfach Laune. Der macht Dinge kaputt. Nicht denn noch, ne? Andersrum. Einzig Traurige, wenn ich dann mal halt, ne, so eine Leerlaufphase wie hier habe, dann. Das war knapp. Dann gibt's keine Yield für mich. Falsche Technik, aber ist egal. Kann auch so rum breakdancen.
höre da einen nur meckern. Irgendwas mit Wackere. Muss man ein bisschen Abstand gewinnen. Da kommt er. Wieso, lass ihn mal machen. Der hat da was vor. Das finden wir gut. Lass ihn mal was ausprobieren. Okay. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Muss ich nur auf der Karte irgendwie einsortieren, wo der Typ steht, damit wir weitermachen können. Er hat Fächer. Sick. Oh. Gegen so einen Fächer-Dude musste ich tatsächlich auch in der ultimativen Kampfherausforderung kämpfen. Das ist nichts komplett Neues mehr, aber wenn man scheiße ausweicht, so wie ich gerade, dann ist die Chance hoch, dass einem die Fächer halt trotzdem treffen. Und die tun weh. Sieht man ja. Aber das ist dann halt auch alles. Auch der weise alte Mann erledigt. Ich bin ja nicht dumm, ne? Ich sehe ja, dass an AP so ein bisschen leiden. Machen wir also mal so, das sieht gut aus. Das sind die Saves, die wir kaputt machen müssen. Dafür gibt es dann They Won't Mind. Was ich finde. Mein Humor. Lass mal direkt wieder investieren, noch ein bisschen mehr HP haben. Alte mehr Heat. Die mehr kann ich gerade wieder nicht verwursten, weil alles andere wieder kostet zu viel Geld. Ich muss halt wirklich sein Minispiel starten. Aber es ist anstrengend. Macht keinen Spaß. Also mir persönlich macht keinen Spaß. Sollte ich vielleicht so sagen. Gibt Leute, die mögen das garantiert. Ich weniger. Serra! Nikkyōrenを相手にここまでたどり着くとは。 さすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。何やって、ある人間って誰やねん。そう焦るな、それは花からお前に伝えるつもりだ。は、信用しろ、俺はお前の敵じゃない。 せやったら組員を襲わせたのはなんでや。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島。 お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。 だが、ここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあ
なぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。Dann gucken wir mal. Wie gesagt, soweit ich mich erinnere, ist Sarah nicht erfreut über den Breaker-Stil. Aber vielleicht sind es auch nur die Ultimate-Kämpfe und ich habe gelogen. Das wäre schön für mich, weil wir dann wieder einen relativ einfachen Kampf haben. Oh mein Gott. Ich scheine mich selbst belogen zu haben. Ab, 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 ab.Ne, da war's. Er kann, wenn er will, den Scheiß kontern. Was ich nicht gut finde. Niemand hat meinen Scheiß zu kontern. Aber scheinbar kann er ihn nur kontern, wenn er noch am Stehen ist. Oder vielleicht in der zweiten Phase? Au, 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 au. Ich mag meine Beine da, wo sie sind. Nimm die Hand vor meinen Beinen.Das ist zumindest ein Konter gewesen. Beziehungsweise... Also zumindest kann er einen Kontern, sagen wir es mal so. Nein. Lassen wir das. Ich hatte gehofft, ich bekomme instant so ein Vernichtungsding da. Eine Heat-Aktion, aber wenn sie nicht will, will sie nicht. Ne? Wir sind immer, ich darf ja nicht vergessen, wir sind trotz allem, au. Wir sind auf dem Legenden-Modus. Wenn ich verliere, müssten wir das ganze Kapitel nochmal neu spielen. Die Lust dafür hält sich so ein bisschen in Grenzen, also...Double Kill, in Anführungszeichen. Bisschen vorsichtig am Ende, aber funktioniert. Hat sich ausgezahlt. Nicht mal ein Heil-Item habe ich gebraucht. Friss das, Sarah! So, ja. Manzuk. Ah. Omae no Makimura Makoto e no Kakugo. Itai hodo tsutawatta. Hona, sassa to ie. Makoto wa dare no te ni watatte n ya?不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ、今
空の一つぼを誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一つぼはカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと、誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えてくれ。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ。地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。Und da sind wir fertig. Kurzform, für all diejenigen, die jetzt nicht so scharf auf Englisch sind.
Wir haben die Karte von Kazuma Kiryu gerade gefunden. In der Brusttasche von Sera. Das heißt, Makoto ist in den Händen von Kiryu? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir tun mal so, als ob. Das heißt, beim letzten Mal hieß es, Kiryu geht nach Sotenbori und Majima wird nach diesem Kapitel wohl nach Kamurocho gehen. Warum nicht, ne? Sollen wir mal ein bisschen die Seiten tauschen und was anderes angucken. Dojima-gumi Kanbu, Awano no Hoimo wa tsui ni Kiryu wo Kamurocho ni oizumeru ga Tachibana no Keshi no Kakugo ga Dojima-gumi no Ishun no Suki wo tsuita Yagate, Kara no Hitotsubo wo meguru Shiretsu na Soudatsen waついに東日本の裏社会を牛耳る東上界本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。Damit starten wir Kapitel 13, Crime and Punishment. In Sotenbori nehme ich an. Also, ne, von dem, wie das klingt, landen wir dann da. Koizu ka. Makimura Makoto o takusareta fudousan yatte. Hora, yorokobe yo. Shiritakattan daro? Tachibana Fudousan. Kiryu Kazuma.どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの四五人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけね。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東上界の人間だ。日教連って組織のな。日教連聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、
そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが町をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。Okay, also, zum einen, das hier sind 8 Stunden, bevor Majima da gerade die Sache in dem Nikyu Konsortium gedreht hat, könnte man sagen. Ich kann da einfach rein. Ich weiß, dass das da ist. Ich will zumindest mal angucken, wenn wir schon mal hier sind. Ja, echt mal. Kommt so ein random Typ und du fängst an mit: Hey, willst du in die Kampfarena? Ach komm, wir gucken uns die einmal an, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe ja Kapitel 12 gespeichert. Ja, alles richtig gemacht. Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich es mir jetzt dreimal überlegen, ob ich da runterfahren will oder nicht. Aber so können wir es uns ja wenigstens ansehen. Wir haben ihn ja gut trainiert zumindest. Weißgeld ist richtig scheiße. Also ohne das jetzt in den Dreck ziehen zu wollen, aber das ist ja nichts. Mann mit einem unvollständigen Drachen. Du hast auf dem Fahrrad gefahren und hast damit Leute umgebracht, wie... Muss mich noch an den Legendenstil gewöhnen. Das muss ich dazu sagen. Wir haben ihn freigeschaltet und dann haben wir quasi kaum damit gekämpft. Weiß auch nicht, warum er hier oben ohne kämpft. Ich würde gerne sagen, er wird sich schon was dabei gedacht haben, aber wir wissen ja gut er nicht. Geld am Tag, böse wie bei Nacht. Mist of God. Langweilig, aber kann ich nicht. Und das war Arena Nummer 1. Aber ihr habt ja gesehen, wenn ich das jetzt durchziehen wollen würde, hätten wir 12 ganze Arenen noch zu machen. Plus, wir müssen den Rang erhöhen. Also, der gute
Glücksfreude, den kann ich nicht weg. Der Glückskoi, den kann ich nicht weggeben, das geht nicht. Euer nachher quasi überhaupt kein Geld. Weil völlig irrelevant. Aber ja. Wir können, wenn wir wollen, in der Arena kämpfen. Wollen wir das? Nein, eigentlich nicht. Aber wir, also, sagen wir mal eher die Antwort ist jein. Irgendwie ja und irgendwie nein, ne? Ich frage mich, ob das Ding bei Dingens. Bei Majima. Ja, ob ich schon mal dabei bin. Nebengeschichten? Sollte, glaube ich, keine Nebengeschichten. Man kann ja einmal das Ding extra anmachen, um nachzugucken. Mit anderen Worten. Für ganz entspannt direkt einfach weitermachen. Nicht einmal. Weil mich das die ganze Zeit nicht kalt lässt. Ärgerlich eigentlich. So, Vögel und da ist es. Ah, ist groß. Ah, ist schon okay. Also, es fehlt halt immer noch ein Kuscheltier, aber. Es hat kein Kuscheltier. Das. Das größte. Also entweder fehlt ein Jumbo Chestnut, das Ding hier, oder so ein Jumbo Vogel. Ich glaube, es fehlt ein Jumbo Vogel. Und das ist jetzt wichtiger als alles andere. Ich meine, ja, Makoto und so, bla 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 bla. Ja? Ich glaube, es fehlt genau dieser große, fette Vogel. Ich habe in so vielen Parts mit euch Greifklaue gespielt. Man. Ich brauche diesen fetten Vogel. Und mit Parts meine ich tatsächlich Streams. Es waren sehr viele Streams, in denen wir nur Greifklaue hatten, aber... Wir haben angefangen mit der Greifklaue und dann... Ah. Bei mir war das von vornherein klar, dass dieser Vogel da doof ist. Selbst die Kleinen sind schon doof. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den irgendwie so zumindest minimal irgendwo hingelegt bekomme. Wo mich kein anderer Vogel stört, aber ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das der Vogel sein wird, beziehungsweise das letzte Ding aus diesen Automaten hier, das fehlt. Ich drehe und wende den immer nur. Was mich nicht wundert, weil... Großes, blödes... Vogelding. Wie gesagt, selbst die Kleinen sind schon dumm, also ist das kein Wunder, dass das hier wieder ewig lange dauert. Aber wir werden ihn bekommen, irgendwann. Ah. 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 Oh, lass es den letzten sein, bitte. Bitte. Ja! Ja! Jetzt können wir gehen. Der Rest ist egal. Aber das war ein CP-Punkt, der mich kirre gemacht hat. Und ich glaube, das Ding gibt es halt einfach nicht in Kamurocho. Und Majima war jetzt... Ich sag mal in Anführungszeichen...
spannend, zumindest für mich, als dass ich da gesagt hätte, ich mach jetzt erstmal wieder haufenweise Nebensachen. Nee, nee. Und ja, ihr seht, ne, Kiryu. Nach all den Streams kann Kiryu unendlich lange laufen, also keine Probleme mehr mit ihm. Zumindest auf der Ebene. Ja. Dann gucken wir mal, was der Typ zu sagen hat. Hi. Zwei Erfolge für heute. Lala. いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃあんたが桐生さん。ああ、ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん。特別なお客にはここ中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも
自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んだった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま。ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Okay, ein bisschen Hintergrundgeschichte da gerade gehabt. Im Endeffekt hatte Oda eine kleine Gang hier. Ja, irgendwann kam Tachibana, der ein halb, was halb Chinese jetzt war. Hat den Boden mit denen aufgewischt. Und seitdem, ne, beste Kumpel, Aniki, ein großer Bruder, etc. pp. Ist jetzt nicht unbedingt super, super wichtig für den Plot, aber so ungefähr ist das passiert. Ja, die besten Freundschaften kommen in diesem Universum immer dabei raus, wenn man sich gegenseitig verbindet. Weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Hab was gegeben. Ich weitermachen? Darf ich mehr Plot haben? Augenscheinlich nicht. Ich meine, ist schon ganz schön, mal eine andere Stadt zu sehen. Haben sie später auch gut weiter übernommen. Ist das jetzt? Faszinierend. Das ist nicht immer nur Kamurocho. Man kann sich drauf verlassen, dass es mindestens Kamurocho gibt. Irgendwann und in irgendeiner Form und Weise. Und einen Arena-Kampf machen wir mit. Unheim gerade. Let's go! Noch eine Runde! Bisschen Howie Howie machen. Nicht an den Stil gewöhnen. Wäre schon mal nicht verkehrt. Aber ja, die Sache ist halt, bis mein Rang sich erhöht, müssen wir immer wieder die Arena-Kämpfe machen, immer dieselben. Das ist halt einfach so. Bleib drin. Bleib einfach drin. Können wir den neuen schon? Nein, ich kann nicht. Von daher, alles was wir kennen, skippe ich einfach nur, damit es ein bisschen schneller geht.
Mr. Phantom. Aha. Ich mag den Sprecher da. Au. So, dann packen wir ihn an seinen Leinensack. Was man da gerade gesehen hat, ist übrigens, wir hatten einen Power-Up bekommen. Das wurde da in die Arena geworfen, da hatte ich dann auf einmal Defense ab. Voll cool. Ne? Arena-Kämpfe mit Power-Ups. Ja, und hier haben wir das Problem. Man sieht, ne, in dem Sinne Problem, auch mehr Geld. Das setzt sich natürlich immer daraus zusammen, wie gut ich gekämpft habe und ich kämpfe nicht. Das jedes Mal wieder. Bin nicht gut in den Kämpfen in dem Spiel hier. Yakuza. Ich wäre gerne besser, aber ich bin's halt nicht. Und hier haben wir halt jetzt die Sache, ne? Ist nicht drin, weil hab den Arena-Rang nicht. Also müssen wir nochmal eine Runde kämpfen. Das machen wir jetzt einfach, weil immer noch kein Anruf da ist. Wir müssen einmal schon mal den Rang erhöhen, weil wir können. Das war ein schöner Konter. Ich wusste nicht mal, dass ich das kann. Ah, ich kann es mal damit. Tut mir leid, Kumpel. Aber das ist eine schöne blaue Klamotte an. Nein. Und jetzt aber noch. Unerwartet. Ja, ich sehe schon, ich sollte nicht so viel skippen hier, weil, ne? Der wäre auch neu gewesen. Oh well. Im Endeffekt ist es egal. Yay, Rang F. Ah, und jetzt könnte man einen neuen Kampf machen immer. Na komm. Warum nicht? Mal was anderes. Weitermachen? Irgendwas Bestimmtes finden? Muss ich vorn gehen? Habe ich einfach nicht auf. Lass mich an deiner Weisheit teilhaben, lieber Kiryu. Also zumindest nicht zwangsweise. Den Club Venus. Gehen wir mal rein, sagen wir mal hallo. Geld hätten wir ja um da haufenweise cool. Hallo. Hier. Takis. Genau. Schön. Also wir können hier jetzt keine
keine Leute losschicken, Sachen herstellen etc. Aber wir könnten das kaufen, was es gibt. Wir können unsere Sachen reparieren. Aber ist halt Anführungszeichen erst. Eine Katze erschreckt. Stamina Exact. Nicht viel los hier. Ich meine, gut, ne? Majima ist hier auch nicht mehr am Rumrennen. Da muss ja hier nicht viel. Das ist halt nur. Ich wieder reingehe. Außer dass der Typ hier rumhängt. まだセラから電話は来てない。かかってきたらポケベル鳴らしてやるからさ。せっかくの蒼天堀だ。うまいもんでも食ってこいよ。Na gut, fein, mir doch egal. In die Kampfarena aus. Mache Dinge.Ja, könnte. Na gut. Dann wird es mit einer Mangelung an Zeit erstmal die Verlockung nahen, dass wir speichern werden. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ne? Wir sind ja schon wieder bei einer Stunde. Aber hey, wir haben ein ganzes Kapitel fertig, wieder eine Trophäe dabei, sind im nächsten Kapitel gelandet, haben die Kampfarena für uns entdeckt. Ist jetzt nicht so, als wäre das ein nicht gelungener Part. Es macht wieder Fortschritt. Insofern, bis zum nächsten Mal, Leute. Und auch beim nächsten Mal durchkämmen wir Kamurocho und Sotenbori zusammen an einem wunderschönen Sonntag. Aber bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Freut mich, dass ihr zugesehen habt. Vergesst das Abonnieren nicht, liken und kommentieren. Wir sehen uns an einem anderen Sonntag wieder.